Und wenn ihr noch weitere Schulen gerne melden wollt, mit wie vielen ihr hier seid und vielleicht auch ein Schulbüro dicht ist oder sonst etwas. Hier! Hier! Woher seid ihr denn? Lemmersied. Schule Lemmersied, komplettes Schulbüro hier. Schule hinter der Lied ebenfalls. Wir sollen möglichst wenig so Sachen machen wie mit den Eltern kommunizieren. Also da gibt es verschiedene Zeiten, die da aufgeteilt werden. Und für die Behörde ist eben wichtig, dass wir diese Zeiten, die wir brauchen für Elternabende, für Arztbesuche zusammen mit den Kindern zum Beispiel, für schulische Dinge. Also ich bin zum Beispiel in der erweiterten Schulleitungsgruppe. Das sind natürlich alles Sachen, die muss ich während meiner Arbeitszeit machen. Diese Zeit wollen sie uns immer mehr kürzen, also die wir für die Organisation haben. Und jetzt sollen wir einzügig werden, also die Bustouren. Jetzt kommen unsere Kinder in zwei verschiedenen Gruppen, also in zwei verschiedenen Fahrzeiten angereist. Und ab dem Sommer werden wir dann nur noch eintourig. Also die kommen alle zur gleichen Uhrzeit und fahren alle zur gleichen Uhrzeit wieder. Und das wird ein großes logistisches... Das sind jetzt wirklich Veränderungen. Werden Veränderungen, ja, auf alle Fälle. Ja. Also man kann sagen, Verdichtung. Verdichtung, ja. Lohnform, was ich natürlich auch wichtig finde. Ist auch wichtig, ja, aber letztendlich die Arbeitsbedingungen. Ne? Landesbetrieb Reinigung, wo seid ihr? Ja, also meine Frage ist, was sind die? Wird wohl nichts mit dem Interview. Genau das wollen wir. Genau das. Ja, also mehr Kohle, aber auch mehr... Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitarbeiter, mehr Geld. Ja. Im Grunde genommen möchten wir für das Geld, was wir bekommen, aber auch eine gesunde Leistung erbringen und nicht ungesunde Leistung erbringen. Das ist momentan nicht... Nein. Ich glaube, egal in welchem Bereich, sei es Hausmeister, sei es Reinigung, sei es, egal in welchem Beruf, wir bringen keine gesunde Leistung. Was hat sich verändert? Mehr Arbeit, aber weniger Geld. Das Leben ist teurer geworden und das, was man verdient, reicht nicht aus, um diese Leistung eigentlich bezahlt zu kriegen, was man erbringt. Kannst du mal so kurz die Aufgaben beschreiben, die du dann... Ich kann aus dem Bereich Aufgaben beschreiben, ich sag mal, wo ich herkomme. Wir kommen ja von der Reinigung. Das heißt, wir haben mehr Leistung in Quadratzahlen. Ich sag mal, in der Stunde 220, tralala, was man eigentlich in Akkordzustand bewältigen müsste. Und wenn man natürlich Mitarbeiter hat, die etwas älter sind, krank sind, behindert sind, ist diese Leistung absolut nicht zu erbringen. Und auf Dauer geht das auf die Gesundheit, auf die Psyche und irgendwann sind die Menschen natürlich krank und dann heißt das ja, hoher Krankenstand, tralala, aber das Einkommen bleibt so, wie es ist. Es lohnt sich nicht, diesen Stress, diesen Druck für dieses, was man bekommt, zu machen. Man wird gezwungen, dahin zu gehen. Das hat sich jetzt in letzter Zeit... Letzte Zeit, nicht überhaupt in den alten Jahren, hat sich das immer à peu gesteigert. Aber wenn wir jetzt nicht auf die Straßen gehen und sagen, jetzt ist mal Stopp, wir möchten für die Leistung gerechte Bezahlung haben, dann wird das wahrscheinlich noch mehr sein. So, mein Schatz, da ist meine Vorsitzende. Meine Vorsitzende, die kannst du dann, sie kann, glaube ich, viel mehr, aber sie hat die da doch. Also ich bin gefährlich. Nein, gefährlich für mich. So, und wir sind die letzte städtische Reinigungskräfte als Auslaufmodell. Bei uns wird nicht eingestellt, Durchschnittsalter 55 und wenn wir nämlich weg sind, dann ist es aus. Also wir sind ein sogenanntes, sage ich, Altersheim und kein... wir sind gegründet zum Sterben wieder verurteilt. Auslaufmodell. Eigentlich sind wir Auslaufmodell seit 2000. Also wir haben ja immer früher gesagt, ich habe immer früher gesagt, wir sind die Freudenmädchen der Stadt. Wir wurden von einem
Männchen zum anderen gereicht. Jetzt sind wir das Auslaufmodell. Die haben ihr Dienst erreicht, jetzt können die gehen. Oder wie gehen die? Am besten noch mehr kaputt machen, noch mehr sparen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Leistung ist enorm. Das hat sich in den, hast du ja auch gesagt, das hat sich in den letzten Jahren verdichtet. Die zumindest für uns seit 2000, genau. Durch diese ganze Prozedur haben wir seit 2000 Leistung enorm, bei Stadt auch. Genau dasselbe wie in Privatwirtschaft. Da gibt es keinen Unterschied, betrifft Leistung. Man sagt, Privatwirtschaft ist Leistung enorm, betrifft Reinigung der Stadt genauso. Dafür sind wir jetzt hier und streiken. Wir halten immer zusammen, das ist unser Vorteil. Sehr organisiert seit 2000 und Zusammenhalt. Deswegen sind wir glücklich. Wir sind sogenannte Arbeiter. Jetzt kann ich, glaube ich, weitermachen. Das ist doch. Hallo? Da sind nicht mehr geschriftet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war jetzt 2 Tage direkt bei den Verhandlungen dabei. Die Gespräche waren konstruktiv, angenehm, gute Atmosphäre, gute Stimmung, aber davon kann man sich nichts kaufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es ist nichts rausgekommen. Es gab kein Angebot. Bei allen Themen wurde gesagt, müssen wir gucken. Überall wollten noch Zahlenberechnungen stattfinden. Die Arbeitgeber haben immer Angst um die Kosten. Es gab folglich bei den Verhandlungen nichts, nichts, nichts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Bescheidenheit nach dem Motto, wir hätten einen Arbeitsplatz beim öffentlichen Dienst, muss vorbei sein. Alle kriegen zurzeit Ausschüttungen. Überall wird der Kuchen hin verteilt, nur ihr bekommt nicht. Und wenn ihr ein Stück von diesem Kuchen haben wollt, dann müsst ihr kämpfen. Und dafür seid ihr hier. Und das ist richtig so. Wir haben eine kleine Aktion vorbereitet nachher. Ja. Wenn die Demo losgeht, werden ein paar Leute diese Rampe da hochgehen und über die Brücke in das Einkaufszentrum. Die Idee ist, dass sie dort bis zur Höhe der Schulbehörde gehen und dann wird es einen Pfiff geben und alle bleiben so stehen, wie sie sind. Eingefroren. Wir haben unsere Botschaften dabei, mehr Geld und so weiter.
glaube, dass das, wofür wir kämpfen, das ist, was uns zusammenhalten sollte. Deswegen auch danke an die Verdianer und die GEWler, ihr macht das toll zusammen. Seid gewiss, die anderen Gewerkschaften sind bei euch, unterstützen euch und stärken euch in eurem Rücken. Die Tarifverträge sind unser gewerkschaftlicher Beitrag zur Umverteilung des Reichtums. Und der Streik ist unser legitimes Mittel, um das einzufordern. Wir wünschen euch viel Kraft und Durchhaltewillen für diese Auseinandersetzung. Bis bald. Wir sind die Basisarbeiter. Wir unterstützen die Voraussetzungen, dass Eltern arbeiten gehen können, dass die Wirtschaft sozusagen läuft. Entsprechend darf auch unser Lohn angeglichen werden. Danke. Der wichtigste Aspekt jedoch ist, dass wir eine Gehaltserhöhung aufgrund unserer Leistung verdienen. Die Anforderungen an uns wurden in den letzten Jahren drastisch angezogen. Der Ganztag 8 bis 16 Uhr verlässlich. In einer Grundschule kann man Schüler nicht nach Hause schicken, wenn Unterricht ausfällt. Sie müssen auf die eine oder andere Art versorgt werden. Früh-, Spätdienst, ein gesamtes Zeitfenster von 6 bis 18 Uhr, damit die Wirtschaft boomt, beziehungsweise Eltern auch arbeiten gehen können. Das muss personell entsprechend bestückt werden. Sonst besucht der Arbeitgeber sein Personal im Krankenbett. Ich bin schon letzte Woche von Birgit angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass auch die Therapeuten hier mal vertreten sind, was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, nee, das schaffe ich nicht. Und als ich heute Morgen in der Bahn saß, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Ich stelle mich jetzt hier einfach hin und erzähle euch, warum ich das nicht schaffe. Ich schaffe es nicht, mir Gedanken darüber zu machen, eigentlich, was ich hier euch erzählen kann, weil nämlich in der nächsten Woche in meiner Klasse Förderplangespräche sind, die wir im interdisziplinären Team führen mit Klassenerzieher und Klassentherapeuten und natürlich Klassenlehrern, die ich noch vorbereiten muss. Ich habe eigentlich keine Zeit, weil letzte Woche Elternsprechtage waren, ich da Verabredungen mit den Eltern getroffen habe und die habe ich noch nicht dokumentiert. Außerdem habe ich keine Zeit, weil ich mich eigentlich um einen Dolmetscher kümmern muss, weil ich einer Flüchtlingsfamilie erklären muss, warum ihr schwerstbehindertes Kind immer noch keinen Rollstuhl hat, weil sie nämlich versäumt haben, die Widerspruchsfrist bei der Krankenkasse einzuhalten, weil sie vermutlich das Schreiben nicht verstanden haben. Dann habe ich keine Zeit, so eine Rede vorzubereiten, weil in einer anderen Hilfsmittelversorgung eine Ablehnung erfolgt ist, wo jetzt eine therapeutische Stellungnahme notwendig ist, wo ich mich hinsetzen soll und für die Kasse nochmal detailliert aufschreibe, warum aus therapeutischer Sicht dieses Hilfsmittel unbedingt notwendig ist. Und ich habe keine Zeit, so eine Rede vorzubereiten, weil eine Lehrerkollegin mich angesprochen hat, ob wir nicht zusammen ein Projekt im Unterricht machen wollen und ich mich um die Lagerungsalternativen für die schwerstbehinderten Kinder und um die Adaption bestimmter Dinge kümmere, damit das spastisch greifende Kind auch in die Aktivität kommt. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass die Behörde der Ansicht ist, dass in der Dienstzeitregelung 80% am Kind kein Problem sein sollten, fühle ich mich überhaupt nicht wahrgenommen und werde echt wütend. Ja. So. Es ist wirklich in den letzten Jahren bei uns allen, auch in den anderen Berufsgruppen, zu einer massiven Arbeitsverdichtung gekommen. Und es kann nicht sein, dass wir jetzt da gehaltsmäßig abgehängt werden, weil wir es wert sind und weil wir es verdient haben und weil es gerechtfertigt ist, stehen wir hier alle. Und natürlich haben wir alle eigentlich keine Zeit zum Streiken, weil all die Dinge, die wir jetzt heute nicht erledigt haben, müssen wir morgen irgendwie schaffen. Aber ich bin mir sicher, es lohnt sich und ich bin froh, dass ihr alle da seid und wir streiken weiter. Joanna, hope before the morning comes.
gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna chilly morning comes a gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna hop before the morning comes. Oh, gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna chilly morning comes. Gimme hop, Joanna gimme hop, Joanna hop. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Pflegekräfte aus Hamburger Krankenhäusern senden euch an eurem Streiktag von ganzem Herzen solidarische Grüße. Ihr sollt wissen, dass wir voll und ganz hinter euch und euren Forderungen stehen. Ihr leistet jeden Tag so wertvolle Arbeit und es ist eine Unverschämtheit, dass die Arbeitgeber bis heute kein Angebot vorgelegt haben. Ihr verdient mehr. Mehr Lohn, mehr Anerkennung, aber auch Entlastung. Wir wissen, dass ihr immer mehr Aufgaben mit immer weniger Personal schaffen müsst. Diese Arbeitsverdichtungen machen krank. Und es muss endlich Schluss damit sein. Schluss damit, dass an Lohn und Personal gespart wird. Auch in den Krankenhäusern erleben wir täglich, was es bedeutet, mit viel zu wenig Personal zu arbeiten. Das gefährdet uns, aber auch unsere Patientinnen und Patienten. Und das wollen wir nicht länger hinnehmen. Deswegen fordern Beschäftigte der Krankenhäuser im ganzen Land Tarifverträge für mehr Personal und Entlastung. Gute Bildung, Schule und Betreuung und gute Gesundheitsversorgung geht nur mit genug Personal. Und das geht uns alle an. Deswegen lasst uns ganz besonders... Lasst uns ganz besonders im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und Entlastung alle solidarisch zusammenstehen. Also macht weiter und für heute wünschen wir euch einen schönen und erfolgreichen Streiktag. Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Die streiken das erste Mal für mehr Personal, ne? Jetzt gerade im Saarland in großer. Wir sollten da sehr genau hingucken und auch sehr solidarisch hinschauen, weil ich glaube, das wäre auch eine Perspektive für uns. Wir PTF, das darf man nicht vergessen, sind das Gerüst. Ohne uns geht gar nichts. Ob Inklusion oder jetzt wie ich an den Sonderschulen oder auch überall da, wo wir als PTF-Kräfte eingesetzt sind, ohne uns wäre vieles nicht machbar. Auch wir müssen uns vorbereiten und nachbereiten, zu festen Zeiten und nicht mal eben zwischendurch. Das würde die Quantität fördern und nicht die Qualität. Unsere Arbeit wird darunter leiden, wir würden gesundheitlich darunter leiden, tun es auch schon. Und letztendlich auch unsere Schüler. Noch einen anderen Aspekt aufmachen, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Das ist prekäre Beschäftigung. Das sind all die Menschen, die auch an den Schulen arbeiten. Und zwar die, die als Honorarkräfte beschäftigt sind. Diese Menschen haben überhaupt gar keine Lobby. Es wäre schön und gut, wenn ihr versucht, in den Schulen diese Kolleginnen anzusprechen. Wir brauchen sie. Sie müssen auch sehen, dass sie versuchen, mit uns auf die Straße zu gehen. Ansonsten wünsche ich uns für die nächsten Tage, die wir noch haben, wir streiken ja noch ein bisschen weiter, also an einzelnen Tagen, ist ja alles noch top secret, aber ihr wisst es ja schon, ich wünsche uns allen viel Spaß und vor allem viel Erfolg bei den Tarifverhandlungen. Danke.